So, heute mal ein etwas anderes Video, und zwar ein Tutorial. Und es geht darum, wie bekommt man es hin, dass man, wenn man streamt oder eine Aufnahme hat, dass man dann im Hintergrund nicht mehr den Teamspeak hört, obwohl man eben halt im Teamspeak ist. Und zwar braucht ihr dafür ein Programm, das heißt Virtual Audio Cable. Und das gibt es auf der Seite vb-audio.com. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Und zwar, wenn ihr runterscrollt, findet ihr hier den Download-Button. Ja. Das ist eben halt eine ZIP-Datei. Die entpackt ihr und dann startet hier einfach für 32-Bit diese Anwendung und für 64 diese. Und wenn ihr das getan habt, dann kriegt ihr, wenn ihr beim Lautsprecher Rechtsklick macht und dann auf Aufnahme oder Wiedergabegeräte, dann kriegt ihr eben hier also jeweils eine neue Line, also einmal Cable Output und dann hier einmal Cable Input. Jetzt müssen wir mit denen noch was machen, und zwar gehen wir auf Cable Output bei Aufnahme, Rechtsklick, Eigenschaften. Und dann auf Abhören, und jetzt hier wichtig, den Haken setzen, dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden. Und hier wählen wir dann unseren normalen Lautsprecher, wie auch immer. Also unser Standardgerät, womit wir eben halt unseren Ton hören. Hier klicken wir dann auf OK, und im anderen Register auf Wiedergabe wählen wir den Cable Input als Standardgerät. Und zwar geht das Standard, also normal eingestellt ist es eben so, dass der Lautsprecher Standardgerät und Standardkommunikationsgerät ist. Und wir geben jetzt einfach den Cable Input, wählen wir jetzt quasi als Standardgerät aus. Dann ist das schon fertig. Und jetzt gehen wir noch im Teamspeak auf Extras Option. Dann öffnet sich eben mal das Fenster hier auf Wiedergabe. Und hier wählen wir als Wiedergabegerät den Lautsprecher. Oder womit ihr eben halt eure Sachen standardmäßig hört. Hier dann auf OK klicken. Und das Fenster brauche ich noch. Wenn ihr jetzt hier auf in OBS auf Einstellungen geht und dann auf Audio und dann hier auf Desktop Audio Gerät, dann wählt ihr hier eben jetzt den Cable Input. Und da klickt ihr dann auf OK. Und wenn ich jetzt hier bei Teamspeak den Testton abspiele, dann hört ihr ihn jetzt ganz leicht vielleicht im Hintergrund, aber es kommt durch mein Headset. Denn bei OBS seht ihr, hier gibt es keinen Ausschlag, also es wird nicht irgendwie aufgenommen oder gestreamt. Dann jetzt hier nochmal, spiele ich nochmal Lied ab, und ihr seht, es funktioniert ganz normal, dass es hier einen Ausschlag gibt. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, und ich hoffe, das Video hat geholfen.